MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge vom FIFA 14 Ultimate Team World Cup Modus und wir machen hier noch weiter Packs auf. Ich bin irgendwie gerade heiß auf die Packs. Wir haben schon gute Spieler gezogen und wir wollen auch weiterhin richtig gute Spieler ziehen. Und ja, ich hoffe, euch gefällt es. Lasst gerne einen Daumen nach oben. Das wäre super spitze, mega klasse. Vielleicht schaffen wir sogar 100 Likes. Das wäre super cool. Und ja, falls ihr selbst mal ein paar Packs aufmachen wollt, aber nicht das nötige Kleingeld, also die Coins habt, dann schaut mal in die Videobeschreibung das Link zu MMOGA. Da könnt ihr euch Coins besorgen, Game Keys oder auch Game Cards. So, wir sehen uns die Sets hier wieder an. Letztes Mal gleich am Anfang Pam, Casillas und später nochmal Suarez, richtig schön. Jordi Alba, richtig gut abgesahnt. Letzte Folge war richtig nice. Mal sehen, ob wir daran anschließen können. Ich bin, wie ihr seht, immer noch in derselben Montur. Deswegen, ich mache das hier direkt dahinter. Ich bin immer noch heiß. Ich will Packs aufmachen. Elia und Sam, jawoll. Schick, schick. City Sam, Elia. Jawoll, da haben wir echt mal wieder ein paar neue Spieler. Schicki, schicki, schick, schick. Super. Geht also gleich richtig gut los. Nicht die überkrassesten Spieler, aber schon recht flott und eigentlich gar nicht schlecht. Sydney Sam ist ein Deutscher und Elia, der Bremer, ne? Also von daher richtig schick. Pack Nummer 2. So ein Spielervertrag. Yay! Woohoo. Komm, nehmen wir noch mit, weil das eine plus 10 Karte. Die können wir auch mitnehmen und gebrauchen. Zack. So, also wir sind gespannt auf die heutigen Superzahl. Auf die heutige Superzahl, das ist die Messi. Lionel Messi ist die Superzahl heute, die 94. Diego Costa. Das ist auch nicht schlecht. Diego Costa. Kaká auch dabei, jawohl. Boom. Zack, 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 zack. Nächstes Pack. Ich weiß gar nicht, was ich gerade erzählen wollte. Ich habe es wieder vergessen. Ich hatte gerade überlegt, ob ich euch wieder frage, was ihr Cooles bisher gezogen habt. Vermutlich ist da nichts Neues dabei. Sakai! Oh ja, wunderbar. Ich dachte, ich hatte den schon. Okay, Sakai. Nehmen wir mit. Gar nicht schlecht. Ist gut zu gebrauchen, wenn man mal so ein Japan-Team oder sowas machen will. Gut. Ja. Also ihr könnt gerne in die Kommentare wieder schreiben, was ihr bisher bekommen habt seit dem letzten Pack-Opening. War irgendwas dabei oder spielt ihr das überhaupt noch, den Modus? Ist es euch vielleicht schon zu langweilig? Per Mertesacker, den werde ich auf keinen Fall aufstellen. Obwohl, könnt ihr ja mal probieren, ne? Mertesacker ist vielleicht auch so ein Biest. Weiß ja nicht. Ne? Vielleicht ist er auch stark und gut und so. Ich bin auf jeden Fall gespannt. So, machen wir einfach direkt weiter hier. Gewinne, gewinne, gewinne. Wir wollen jetzt mal die richtigen Knaller haben. Jetzt Leute, so richtig so pam, 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 pam. So richtig in your face. Pam. Gib's ihm. Bam. Noch einmal. Peng. Fitness. Nicht mal ein Spielervertrag. Gemein. Ne. Da bin ich jetzt aber richtig so pam, pam. Okay, weiter geht's. Komm. Go, go, go. Wir wollen den Ronaldo. Wir wollen den Ronaldo. Wir wollen den Ronaldo. Ich weiß auch nicht, was ich hier noch Blödes machen soll. Ja, Fitness. Ja, gut. Lambert. Kagawa. Shinji Kagawa. Auch nicht schlecht. Hatten wir aber schon. Irgendwas muss ich hier nebenbei machen, damit das Glück beeinflusst. Papam! Ja. Ja. Brasilien. Gastrico. Zick-Zick. Falls wir mal Brasilien spielen wollen. Ne, so ein zickes blaues Gastrico. Finde ich ganz schick eigentlich. Oh. Okay. Nächstes Pack. Okay, okay. Jawohl. Gewinne, gewinne, gewinne. Jetzt geht's los. Und rund. Ah, Fusile. Ich nix kenn, aber Uruguay. Das nächste Puzzleteil für ein Uruguay-Team. Ah, Mann. Ich bin richtig heiß drauf, die guten Spieler zu ziehen. Ey, das wäre so geil, wenn wir mal einen richtig geilen Spieler ziehen würden. Und jetzt kommt er. Ronaldo. Haitinga.
Ja, also, ja. Contrao. Ja. Ja. Kann man mitnehmen, ne? Muss man nicht, kann man aber. Okay. Pam. Nächstes. Bang. Dam, dam, ba, da, da, dam. Da, da, dam, ba, dam, ba, dam, ba, dam. Ba, dam. Okay. Ah, Ogo. Als LV. Ja, warum nicht? Kann man mitnehmen. Ist nett. Ja. Ich glaube, der ist gar nicht mit, oder? Bei der Nationalmannschaft. Wir haben sie jetzt hier reingemogelt, Aogo. Einfach reingemogelt. Okay, noch ein paar Coins haben wir. Noch so ein bisschen. Und ich glaube, ich werde alles rausballern müssen, damit ich endlich den fucking Messi kriege. Maestro doppelt, ja. Shaqiri auf der Bank, Duplikat. Wir haben schon echt gute Spieler gezogen, das ist es ja. Wir haben schon sehr, sehr viele Spieler gezogen. Das ist noch ein großes Problem. Deswegen ziehen wir halt auch teilweise nur noch Schrott, ne? Tja. David Villa. Auch nicht schlecht. Kann man mitnehmen, ist in Ordnung. David Villa. Für ein Spanien-Team hätten wir dann das nächste Puzzleteil. Also so langsam komplettiert sich hier der Satz. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, falls ihr es wisst, wie viele Spieler etwa hier beim Ultimate Team World Cup Modus dabei sind. Also so 900 habe ich schon. 906 oder so stand da. Endo. Ein ZM. Kommt auch so bekannt vor. Die sehen irgendwie alle gleich aus, ne? Sagen die auch. Mensch, die Deutschen und die Europäer sehen alle gleich aus. Die Gaijin. So, nächster. Zack, zack. Diesmal nicht so der Mega-Knaller, ne? Letztes Mal, letzte Folge, die ist ja gerade so 15 Minuten näher. Da ging es richtig rund. Ich glaube, wir haben das ganze Glück für die letzte Folge aufgebraucht. Oh. Oh. Für Mexiko. Richtig stark. Hier noch weitere. Ja. Oder was? Iran? Ne, das eine ist Mexiko, das andere Iran, ne? Ja. Die sehen ähnlich aus, aber so auf den Kopf gedreht. Also nicht die Spieler, sondern die Flagge. Das meinte ich. Die Nationalität. Das Land. Wer bist denn du? Torres Nilo. Okay. Für Mexiko, ja. Das ist Mexiko, wenn die Streifen so sind. Das andere ist dann Iran. Aha. LV, ja, kann man mitnehmen. Schade, ich will hier den richtigen Knaller haben. Patric, dich haben wir schon, Kumpel. Oh, das kann doch nicht sein, dass wir hier keinen richtig, bam, so richtig ordentlichen Knall kriegen. So richtig, so ein Big Bang. Das ist ein Ronaldo Big Bang. Bam, 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 bam. Boah, Kozlov. Delgado und eine plus 10 Karte, ja. Ah, ich bin echt am Durchdrehen. Am Durchdrehen bin ich, Freunde. Noch 3 Packs oder so. Ja, 3 Packs. Jetzt noch 2. Nebushi. Okay. Ja. Mädel. Was für ein Mädel. Oder Medel oder wie auch immer er heißt. Ja. Nee, nicht so gut diesmal, ne? Der Witz war auch schlecht. Also alles ganz schlecht. Schade. Okay. Vorletztes Pack. Drücken wir die Daumen. Augen zu. Ein Vertrag war da zu sehen. Nee. Ruben Mikael. Mhm. Nicht so ganz das, was wir hier gesucht haben, ne? Och Mann. Das ist doch ärgerlich, dass wir hier nicht mal die fette Megabeute ziehen. So einen schönen Aguero, Messi, Di Maria, Ronaldo, Robben. Corona, Pinto. Ja, okay. Nasri, LM. Komisch, dass Nasri nur noch eine 79 hat. Irgendwie schlechter geworden, wa? El Sharawi, ja, dich haben wir auch schon. Ja, dann war es das wieder für diese Folge. Da war ich fast doch die Mannschaft verraten, welche ich hier spielen möchte. Ich bedanke mich bei euch fürs Einschalten und jetzt werde ich gleich noch eine Runde zocken.
mit der neuen Mannschaft. Und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.